Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, Herr Kollege Birkwald, Sie sollten sich vielleicht weniger mit den schönen Nächten von amtierenden Ministerpräsidenten beschäftigen und mit Fakten. Die versuche ich Ihnen gleich mal zu erklären. Meine Damen und Herren, bis zum 31. Dezember 2003 hatten versicherungspflichtige Rentner aus Versorgungsbezügen nur die Hälfte des allgemeinen Beitragssatzes der jeweiligen Krankenkasse zu zahlen. Durch das GKV-Modernisierungsgesetz unter Rot-Grün ist diese Rechtslage mit Wirkung zum 1. Januar 2004 so geändert worden, dass der Beitragssatz für Versicherungsbezüge, für Versorgungsbezüge für Pflichtversicherte vom halben auf den vollen allgemeinen Beitragssatz der jeweiligen Krankenkasse angehoben wurde. Freiwillig in der GKV versicherte Rentnerinnen und Rentner hatten aus Versorgungsbezügen bereits vor dem 1. Januar 2004 einen Beitrag nach dem vollen ermäßigten Beitragssatz zu zahlen. Insoweit sind die Vorschriften für die Beitragsberechnung aus Versorgungsbezügen für freiwillig versicherte Rentner und bei pflichtversicherten Rentnern angeglichen worden. Im Ergebnis ist damals Gleichheit oder auch Gleichberechtigung im Sinne der Solidargemeinschaft geschaffen worden. Meine Damen und Herren, dies hat in der Folge auch die Rechtsprechung so gesehen. Untergesetzliche Urteile haben schon frühzeitig festgestellt, dass die Erhebung von Beiträgen aus Kapitalleistungen der betrieblichen Direktversicherung verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden sind. Auch das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsgemäßheit dieser Regelung unter anderem mit Beschluss vom 6. September 2010 bestätigt. Meine Damen und Herren, sicherlich war die Finanzlage der GKV im Jahre 2003 eine andere als heute. Auch in 5 Jahren wird sie wieder anders aussehen. Und auf diese geänderten Bedingungen müssen wir reagieren. Und genau dies machen wir aktuell. Das Thema Direktversicherung wird derzeit in unserer Fraktion ausführlich im Rahmen einer fachübergreifenden Arbeitsgruppe zum Thema Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge diskutiert. Federführend ist hier der Ausschuss für Arbeit und Soziales. Gut, dass Sie das anerkennen. Hätten Sie es mal gesagt. Im Gegensatz zu den Antragstellern stellt die CDU-geführte Koalition für eine wohldurchdachte und sachgerechte Politik. Wir stehen für Verlässlichkeit, wir stehen für Nachhaltigkeit, wir stehen für Generationsgerechtigkeit. Deshalb haben die Bürgerinnen und Bürger uns in Regierungsverantwortung gewählt und nicht die Partei Die Linke. Meine Damen und Herren, von daher überrascht nicht, dass Sie diesen absolut überflüssigen Antrag noch mit einem Antrag zur Bürgerversicherung anreichern. Vielleicht war der Antrag aber auch nur Mittel zum Zweck, dies hier heute nochmals diskutieren zu wollen. Dies vor dem auch Ihnen bekannten Hintergrund, dass die verbundene Abschaffung der privaten Krankenvollversicherung verfassungsrechtlich nicht zulässig ist bzw. höchst fragwürdig ist. Und Sie als Antragsteller wissen ganz genau oder sollten es wissen, dass Sie nichts, aber auch gar nichts an tragfähigen Konzepten bisher vorgestellt haben. Nichts, mit dem man auch nur ansatzweise sich sachgerecht auseinandersetzen könnte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir als CDU-CSU-Fraktion stehen für ein freiheitliches Gesundheitswesen. Wir setzen auf Wettbewerb zwischen den Kassen, zwischen der GKV und PKV. Nur wettbewerbliche Strukturen können Effizienzreserven im Gesundheitssystem heben. Wir wollen Vielfalt und Wahlmöglichkeiten im Sinne der Versicherten sicherstellen. Und genau das ist der Grund, warum die Menschen in unserem Land nicht nur uns, sondern auch unserem Gesundheitswesen vertrauen und nicht Ihnen, meine Damen und Herren von den Linken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Einnahmen der GKV aus der Verbeitragung von Versorgungsbezügen betragen derzeit jährlich rund 5,2 Milliarden Euro, wobei der größte Teil auf Beiträge für Leistungen der betrieblichen Altersversorgung entfällt. Die Beiträge aus den Versorgungsbezügen stellen somit ein unverzichtbares Element für die nachhaltige Finanzierung des Solidarprinzips der GKV dar. Als Gegenleistung steht der umfassende Versicherungsschutz in der GKV auch für diese Beitragspflichtigen zur Verfügung. Die aktuelle Rechtslage dient somit auch der Erhaltung der Stabilität der Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Krankenversicherung, die genau aus diesem Grund auch in höchstrichterlicher Rechtsprechung nicht beanstandet wird. Eine Neugestaltung im Beitragsrecht der GKV muss sorgfältig abgewogen und geprüft werden. Deshalb werden wir zunächst die Ergebnisse der Arbeit der fachübergreifenden Arbeitsgruppe abwarten. Vor diesem Hintergrund wird es Sie nicht überraschen, dass wir Ihren Antrag ablehnen müssen. Herzlichen Dank.
Die Kollegin Maria Klein-Schmeink hat für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen jetzt das Wort.